Morgen sind wir Champions. Wird präsentiert von der Credit Suisse. Ich finde es gut, wenn ich Druck habe. Ich will, dass es losgeht. Ich will spielen, ich will spielen. Die Karriere entscheidet sich nicht in einem Spiel. Auch wenn ich verletzt bin, kann ich eigentlich stärker zurückkommen, besser. Das Ziel ist anzuziehen. 5 hochbegabte Talente aus dem SFV-Förderprogramm Futuro sind jetzt 2 Jahre lang mit der Kamera begleitet worden. In einer entscheidenden Phase für die Weichenstellung ihrer Karriere. Der Petar Pusic, der Spielgestalter. Der Lars Hunn, der Goalie. Der Marc Schmid, der Verteidiger. Der Andi Zekiri, der Vollstrecker. Nedim Bayrami, der Vorbereiter. Zielvorgabe im Herbst 2018, die Etablierung in den U20 und 21 Nachwuchsteams vom Schweizer Nationalkader und in den ersten Mannschaften von ihren Club mit möglichst viel Spielpraxis. Die Konkurrenz ist jetzt viel grösser. Ob sich Talente auch auf höchster Ebene durchsetzen können, entscheidet sich jetzt vor allem in ihren Köpfen. Ich glaube, die große Herausforderung für unseren Fußball in der Schweiz vor allem wird im mentalen Bereich. Wenn wir diese Entwicklung im Kopf machen, dann können wir auch die Resultate erreichen. Weil ich glaube, im technischen Bereich, im taktischen Bereich sind wir kompetitiv. Jetzt der nächste Schritt ist wirklich im Kopf. Der grösste Sprung gemacht hat Nedim Bayrami, jüngster Stammspieler in der Schweizer U21-Nazi und in der Super League bei GC. Mit 7 setzt er sich dort beim Probetraining gegen mehr als 50 Konkurrenten durch. Nedim, seinem Vater Saib, kann den steilen Karriereweg von seinem Sohn heute immer noch nicht so ganz fassen. Das ist. Ich muss ehrlich sagen, für mich ist auch jetzt schwierig, also nicht schwierig, sondern schwer, ja, zum realisieren, dass er schon Profi ist. Weil es ist super gut für ihn gelaufen. Und nein, das nie hätte ich das gedacht. Der Nedim scheint den Futuro-Kollegen von seinem Jahrgang noch einen Schritt voraus zu sein und ist schon jetzt das entscheidende Puzzleteil in den Planungen des Futuro-Chefs Heinz Moser. Wir haben Entwicklungen von einem Spieler, der natürlich sensationell ist. In den letzten 2 Jahren eigentlich fast alles aufgegangen ist. Ich denke, da reden wir vom Nedim. Den Sprung geschafft in die erste Mannschaft, relativ früh zum Stammspieler. Den Sprung geschafft relativ schnell von 17, 19, 21. In den Nationalteams, ist jetzt eigentlich auf dem Sprung zum Stammspieler in der 21 und wird sicher einer von den wichtigen Stützen sein für die neue Kampagne in der U21. Im März 2017 wird Nedim, wie seine Kollegen Petar, Andi, Lars und Marc, zum ersten Mal mit der Kamera begleitet. Bei seinem Club GC trainiert er schon mit der ersten Mannschaft. In der Schweizer U18 erwartet sein damaliger Trainer Reto Gertschen, dass der Nedim im Spiel von seinem Team entscheidende Impuls gibt. Nedim, nicht verlangsamen da. 1 gegen 1 und warten, bis einer kommt, wenn nicht 1 gegen 1 in der Box. 1 gegen 1. Aber auch der Überflüger Nedim erfüllt nicht immer die Vorgaben von seinem Trainer. Nedim! Sogar wenn es mal nicht so läuft, mit Kritik und Druck lernt er schon früh umzugehen. Wo er in einem Freundschaftsspiel gegen Tschechien zuerst aus- und dann wieder eingewechselt wird, gibt er den Assist zum entscheidenden 2:2-Ausgleich. Sobald ich eigentlich auf den Fußballplatz gehe, im Match, dann vergesse ich alles. Ich konzentriere mich nur aufs Spiel, egal was passiert. Egal, ob ich schlecht spiele oder gut spiele, ich probiere immer mein Maximum zu geben.
auch, dass er viel der jüngste Spieler auf dem Platz ist, belastet ihn nicht. Also ich denke, im Fußball gibt es kein Jung oder Alt, sondern Fußball ist Fußball und schlussendlich muss man sich einfach auf dem Platz zeigen und die Qualität auf dem Platz zeigen, was man kann. Und es ist eigentlich nicht zu viele Gedanken darüber machen, ob der älter ist, ob der jünger ist, ob ich jetzt mit der U21 bin oder gegen mit GC der Jüngste bin, sondern einfach immer Vollgas geben. Und ja. Das gilt nicht nur für Spiel, sondern auch für jedes Training. In den letzten 15 Monaten hat Nedim bei GC 4 Cheftrainer erlebt. Er weiss, was seine Trainer sehen wollen. Das ist auch so beim Thorsten Fink, weil er schaut auch, er schaut schon, wer wie Fußballer ist, aber er schaut auch, wer im Training Vollgas gibt. Und da muss man sich nicht schonen. Und dann nach dem Spiel ist dann ein Regenerationsprogramm. Aber dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Dienstag immer Vollgas geben. Bis 2021 hat sich Nedim vertraglich an Grasshopper Club Zürich gebunden. Dass er so lange bleibt, ist höchst unwahrscheinlich. Sein Marktwert ist im letzten Jahr von 100'000 Euro auf 2,75 Millionen gestiegen. Fragen nach seinen Wechselgedanken beantwortet der Jungprofi schon sehr routiniert. Ich bin momentan bei GC. Die Saison ist noch am Laufen. Jetzt startet eigentlich so, sagen wir, die Rückrunde. Nochmal ein Spiel. Jetzt spielen wir eigentlich nochmal gegen alle. Und wichtig ist, dass ich jetzt da meine Leistungen bringen kann. Und dann, was im Winter passiert, schauen wir. Klar ist, dass im Sommer ein Club in der deutschen Bundesliga oder der italienischen Serie A soll werden. Ein Club, wo der Nedim auch die Chance hat zu spielen, um sich weiter zu verbessern. Juventus Turin hat darum keine Chancen, obwohl der Serienmeister schon zum vierten Mal beim Nedim seinen Berater angefragt hat. Es ist schön, dass mich Juve will, aber es ist nicht der richtige Schritt von GC zu Juve, weil es ist zu ein grosser Schritt und man hat selber gesehen, von den jungen Spielern ins Ausland zu einem grossen Club ist eigentlich fast unmöglich, dass man dort nachher eine Spielpraxis holen kann. Den Schritt ins Ausland hat der A-Nationalspieler Remo Freuler vor 2 Jahren gemacht. Mit 24 wechselt er vom FC Luzern zu Atalanta Bergamo. Überzeugt hat der Glarner besonders, wie sich die Verantwortlichen von Bergamo um ihn bemüht haben. Ich denke, als ich alles beim Gualo ins Trainingszentrum und die Wertschätzung, dass wenn ich dort angekommen bin, dass bin ich mit dem Sportchef geredet, der Präsident ist gekommen, plus nachher ist der Trainer noch gekommen. Also ich habe wirklich gesehen, dass der Verein mich will und dann habe ich mit meinem Vater besprochen und aber schlussendlich ist es eine Herzensangelegenheit. Wenn es für dich alles stimmt, dann gehst du. Und wenn nicht, wenn du irgendwie ein bisschen Zweifel hast, dann gehst du lieber nicht, weil du musst mit 100% gehen und dann kommt es gut. Entscheidend wird auch, auf welcher Position das Nedim in Zukunft spielt. Der Remo Freuler, Mittelfeldspieler mit einem ähnlichen Spielerprofil wie der Nedim, weiss, wie wichtig das Flexibilität ist, auch bei den Nazi. Ja, ich denke im Mittelfeld, ob ich jetzt auf der Doppel-6 oder auf dem 10 spiele, es ist sicher im Mittelfeld ein Platz für mich, weil ich bin kein Außenspieler oder kein Verteidiger. Von dem her sind es die 3 Positionen im Mittelfeld und ich denke, die kann ich sehr gut ausfüllen. Am Schluss entscheidet der Trainer und wir sind eine Mannschaft, wie gesagt, wir können nur als Team dann wirklich etwas Gutes erreichen und von dem her muss jeder seine Rolle akzeptieren. Und wo sieht sich der Nedim selber am liebsten? Meine Lieblingsposition ist eigentlich 6er. Aber heutzutage im Fußball tut man sich immer variieren mit dem 8er, mit dem 10er. Einmal ist man vorne, einmal ist man ein bisschen hinten. Ich kann es gerne, wenn ich das Spiel vor mir habe und auch die anderen kann noch ein bisschen dirigieren. Wohin das ihm Nedim seine Reise führt, das bestimmt nicht nur Angebot und Nachfrage und das Umfeld, sondern am Ende, wie beim Remo Freuler, der Spieler selber. Es ist ja ziemlich spannend. Schlussendlich muss ich dann der sein, der sagt, ja, ich will gehen, weil ich spiele Fußball. Aber am Schluss schaue ich dann das alles mit der Familie an, mit dem Berater, wie wo was läuft. Und dann am Schluss entscheide ich dann nochmal entscheiden, ja oder nein. Das gewohnte Umfeld, das Regensdorf, keine 5 km vom GC-Campus weg, würde ihm dann fehlen. Schön.
mein Wunsch wäre eigentlich, dass ich meine Familie mitnehmen könnte. Aber gerade am Anfang ist das noch ein bisschen schwierig, weil es ist eine Umstellung für dich, eine Umstellung für mich. Aber sonst am meisten vermisse meine Familie und vor allem meinen Grossvater. Sein pflegebedürftiger Grossvater sieht er nicht im aktuell noch fast jeden Tag. Und wenn nicht, dann wird telefoniert. Auch nach Niederlagen wie mit der U21 im letzten Qualifikationsspiel gegen Wales. Bevor ich abgeflogen bin nach Wales, bin ich noch mal bei ihm, habe ihn besucht. Er hat gesagt, du musst alles geben, viel Glück und mit 3 Punkten wieder heimkommen. Aber es war leider nicht so. Nach dem Match war er der Erste, der es erfahren hat. Er war noch ein bisschen hässig, weil wir verloren haben. Aber sonst ist alles gut. Ob auch Marc Schmid eine Entwicklung wie Nedim machen kann, ist im Moment schwer vorherzusagen. Wenn der schnell und technisch starke Verteidiger vom FC Winterthur mal nicht verletzt ist, überzeugt er seine Verantwortlichen im Club. Er hängt sich hinein, er tut sich unter, er nimmt sich nichts raus und war vorbildlich. Sehr vorbildlich. Macht Spass so. Genau so ist es bei der Nationalmannschaft. Marc, gut! Aufpassen, bei ihm ist natürlich schon auch wichtig, dass er gesund ist. Und wenn er gesund ist, sieht man schon auch, was er kann. Aber Verletzungen bremsen den Marc in der vielleicht wichtigsten Phase von seiner Entwicklung aus. Das grosse Problem, es sind immer neue, viel auch schwer zu diagnostizierende Verletzungen. Du hast ein Sprunggelenkstrauma gehabt. Und für mich, du bist nicht fähig für morgen. Ich will, dass du die physische Test nicht machst. Schlecht. Sehr schlecht. Er ist natürlich im Moment eigentlich nicht dort, wo wir gerne hätten, vor 2 Jahren, als wir gestartet sind. Und jetzt ist da bei ihm natürlich die Frage, findet er noch den Anschluss? Erstens mal in der nationalen Liga und nachher überhaupt der Anschluss nachher in den internationalen Mannschaften, also sprich in den Nationalmannschaften. Und wenn man heute den Stand schaut, dann wird es sicher nicht ganz einfach, weil er hat sehr viel natürlich jetzt verpasst durch die Absenzen, die er jetzt in den letzten 18 Monaten hatte. Und Zeit spricht gegen den Marc. Oder? Er ist mittlerweile jetzt auch 19 und müsste eigentlich jetzt im November im Kader sein von der neuen U21-Mannschaft. Das ist unser Anspruch für einen Futuro-Spieler. Und ja, wenn man das jetzt realistisch momentan analysiert, muss man sagen, er ist natürlich weit weg von dem Status. Und ja, darum wird es auch früher oder später sicher eine Frage sein, ob er wirklich auch noch im Programm Futuro dabei bleibt und die Berechtigung hat. Das heisst aber nicht, dass wir ihn nicht weiter unterstützen. Er ist weiterhin, wenn er gute Leistungen hat, Nationalspieler. Aber es ist klar, irgendwo müssen wir natürlich dann auch Schwerpunkte setzen. Ein Marc bleibt Nummer 1. Weiter für seinen Traum kämpfen. Auch wenn ich verletzt bin, kann ich eigentlich stärker zurückkommen, besser. Aktuell hindert der Verletzung den Goalie Lars Hundra anzugreifen. Bis im Club und in der U20-Nazi. Der gestiegene Konkurrenzdruck gefällt ihm trotzdem. Also ich finde es gut, wenn ich Druck habe. Also generell mit Konkurrenz finde ich es besser, als wenn man keine hat. Weil wenn man keine hat, denkt man, ja, man ist schon da, wo man ist. Und jetzt muss man nichts mehr machen. Aber das dürfen wir nicht. Die Konkurrenz hat dem Lars aber aktuell Spielpraxis auf höchstem Niveau voraus. So steht der Anthony Reitschoppi, aktuell die Schweizer Nummer 1 in der U20, bei seinem Club Olympique Lyon bei allen Cup-Spielen zwischen den Pfosten. Bleibt der Lars in der Schweiz, wird es für ihn schwer, den Sprung zu der Nummer 1 zu schaffen. Das Allerwichtigste in diesem Alter, um eben Fortschritte zu machen, ist Spielpraxis. Und das ist bekanntlich schwierig in der Schweiz, mit einer Zehnerliga in der Super League, mit einer Zehnerliga vor allem in der Challenge League, wo in den vergangenen Jahren einer oder der andere aktuelle Nationalgoalist eben wichtige Erfahrungen sammeln könnten. Heutzutage ist es viel, viel schwieriger, weil von den 10 Vereinen, 4 möchten gerne aufsteigen und haben lieber vielleicht eine erfahrene Torhüter im Tor. 4 spielen gegen den Abstieg und sie möchten auch lieber eine erfahrene Torhüter im Tor. Und von daher ist schnell ausgerechnet, wie wenig Spielplätze gibt in der Schweiz. Und Lars ist ein Paradebeispiel.
Da hat sie in der heimischen Top-Liga noch vor wenigen Jahren besser ausgesehen für junge Schweizer Goalie. Ich hatte natürlich auch das Glück, dass damals Heinz Herrmann mein Trainer war bei der U21, beim FCB. Er ist als Trainer zu Vaduz. Und hat mich gefragt, ob ich mit ihm mitgehen würde. Und ja, das war so die erste Entscheidung. Ich hatte damals noch ein anderes Angebot aus der Challenge League. Und dann hat man so ein bisschen abgewogen und haben uns dann für Vaduz entschieden, was im Nachhinein eine tolle Entscheidung war. Wir sind eben nach einem Jahr aufgestiegen. Und ja, es ist sicher die Basis, der Entscheid war sicher die Basis von meiner Entwicklung. Für den Lars bedeutet das jetzt, sich in jedem Training aufzudrängen, sodass der Trainer auf die neue Saison hin nicht mehr an ihm vorbeikommt. Bei GC, wieder zurück beim FC Aarau oder vielleicht sogar in einem ganz anderen Club. Jeder talentierte Goalie will spielen. Die Plätze von der Nationalmannschaft stehen auch im Spiel. Von daher es ist schwierig, einem 19-Jährigen zu sagen, musst du Geduld haben. Aber am Schluss, ja, es ist also, er muss Geduld, er muss weiter an sich schaffen, er muss täglich hart arbeiten, in der Hoffnung, dass er so schnell wie möglich, regelmäßig, sprich jede Woche, 90 Minuten spielen kann. Der Stürmer Andi Zekiri hat im vergangenen Jahr einen Neustart angelegt. Hallo! Bienvenue ici en Suisse. Et bienvenue ici. Merci. Dans le projet Futuro. Parfait, merci. Nachdem er zurückgekommen ist aus dem Nachwuchs von Juventus Turin, hat er vor allem an seinen körperlichen Defizit geschafft und steht auf dem Sprung zum Stammspieler bei Lausanne Sport. Ja, den Andi finde ich nach wie vor interessant, hochspannend. Ich finde, er hat es auch verdient, in diesem Programm zu sein. Er gibt alles, ich muss sagen, von A bis Z. Er ist wirklich einer, der auch Selbstverantwortung schon hat, schon in jungen Jahren hatte. Er versucht das Maximum. Er hat auch ein gutes Umfeld, wo er gestützt wird, wo er unterstützt wird. Ja, er hat eigentlich auch schon. Jetzt ist er angekommen in der U21 als 19-Jähriger. Er wird sicher auch ein Spieler sein, der für die neue Kampagne sehr wichtig wird sein. Während er sich in der Challenge League aber noch etablieren muss, ist er im Schweizer Dress gesetzt und zahlt das Vertrauen mit Gold zurück. Für Heinz Moser ist klar, dass er bei Lausanne vor allem Geduld braucht. Ich habe das Gefühl, der Andi hat das mittlerweile. Er weiß das und ja, es wird sich jetzt zeigen, ob er wirklich die Einsatzminuten überkommt. Bei uns in der Nationalmannschaft kommt er sie über. Also wir sind jetzt, er ist immer ein bisschen zwischen 20 und 21. Wird sich jetzt entscheiden für die nächsten Länderspiele. Aber ich glaube, wir haben ihm signalisiert, dass er wichtig ist. Und hat ja im letzten Match ein spielentscheidendes Goal gemacht, wo ihm sicher auch geholfen hat, für im Club nachher wieder weitere Einsatzminuten zu bekommen. Dass Petar Pusic irgendwann ein Kandidat für die A-Nazi ist, davon ist Heinz Moser überzeugt. Ich finde, er macht eigentlich einen guten Weg, nach wie vor. Er ist in Verzögerung. Wir haben ja mitbekommen, in den letzten zwei Jahren hat er immer wieder so ein bisschen Stein im Weg gehabt. Ich finde, die hat er aber gut gemeistert. Er hat vielleicht ein bisschen den Nachteil, jetzt gegenüber dem Nedin, dass er physisch vielleicht nicht ganz so parat ist, dass er nicht sofort konnte integriert werden in die Aktivmannschaft. Aber nach wie vor, ich finde, er ist wirklich in diesen verschiedenen Bereichen, die wir auch analysieren, wo wir ihn sehen, muss ich sagen, ist er hochinteressant. Ich glaube, im Moment hat er auch noch vielleicht nicht die richtige Position gefunden, jetzt im Team bei GC. Bei ihm braucht es sicher vielleicht ein bisschen mehr Geduld. Aber ich glaube, die Geduld die müssen wir aufbringen. Und das lohnt sich, dort wirklich auch Geduld zu haben. Vielleicht hilft dabei ein Blick auf sein Pendant im deutschen Team beim Testspiel Mitte Oktober. Der Florent Muslia, mit 1,72, knapp 2 cm grösser, ist ein technisch starker Spieler, der im zentralen Mittelfeld und auf den Flügel spielen kann. In diesem Jahr hat der 20-Jährige in der deutschen Bundesliga den Sprung in die Mannschaft von Hannover 96 geschafft. Vor einem Jahr, dort noch so alt wie der Petar heute, hat er noch bei Karlsruhe in der dritten Liga gespielt.
Im direkten Vergleich ist an diesem Tag zu Emden der Petar sogar noch etwas stärker, auch wenn der Florent Muslia wie der Petar unter den Torschützen ist. Für den Petar ist es jetzt wichtig, dass er auch bei GC zum Einsatz kommt. Der nächste Schritt kann nur auf dem Platz passieren bei ihm. Von der U15 bis zu der U21 bietet der Schweizer Fußballverband die besten Nachwuchstalente vom Land auf. Dabei sind Spieler von einem Jahrgang, da die von der U18 vor einem Test gegen Österreich viele unterschiedliche Phasen für ihre körperlichen Entwicklung. Dem soll ein neues Programm gerade zum Einstieg in die U15 Rechnung tragen. Wir wollen in der Nationalmannschaft U15 ein bisschen das versuchen. Ein Moment die späteste Entwicklung hier und die frühesten, sagen wir, Entwicklung. Das ist Deutsch für Westschweiz. Das ist so. Und wir wollen ein bisschen sehen, ja, diese können versuchen. Sie spielen gegen Mannschaften oder Gegner ein bisschen kleiner. Und diese, ich will, sie spielen gegen Spieler ein bisschen so. Sie müssen auch Dribbling gehen, sie müssen auch Ball schützen. Sie spielen gegen eine Kleine, sie machen so und das ist fertig. Und das ist ein bisschen die Idee. Und die Idee, das ist noch langzeitig die Spieler behalten. Und ein bisschen Geduld, mehr Geduld haben. Und einen Moment vielleicht, ein Spieler so, er macht so und er ist vielleicht der Beste. Aber wenn wir sagen sofort, nein, er ist zu klein, wir verlieren einen Spieler. Und in der Schweiz können wir nicht zu viele Spieler verlieren. Das ist ein Problem, wir sind ein kleines Land. Inspiriert worden ist Schweizer Trainerteam von einem anderen kleinen Land. Auch dank dieser Massnahme ist der damals 14-jährige Belgier Eden Hazard zu einem der besten Spieler der Welt geworden. Ab der U17 werden die grössten Schweizer Talente ins Futuro-Programm aufgenommen. Sie werden besonders gefördert, aber von ihnen wird auch am meisten verlangt. Der 17-jährige Simon Sohm, Futuro-Spieler und Kapitän der U18, hat im Sommer seinen ersten Profivertrag beim FC Zürich unterschrieben. Für Simon, er hat für mich während 70 Minuten dieses Niveau gespielt. Er war stark. Aber ich warte immer, ein Spieler mit diesem Talent muss noch mehr machen. Für mich. Er muss der Chef sein. Er muss Ball nehmen. Er muss noch zeigen. Er muss noch mehr Volumen geben. Er muss noch mehr für die Mannschaft machen. Es ist immer ein bisschen so, bis ein Moment, wir sind mehr für den Spieler, aber ein Moment, dieser Spieler muss für die Mannschaft geben. Er hat viel gegeben heute. Aber ich bin sicher, er ist noch besser, als er heute gezeigt hat. Also für mich, Simon ist ein Top-Talent. Noch mehr. Und wie könnten Simon Sohm und andere Schweizer Top-Talente das mehr erreichen? Der engagierte Nachwuchstrainer vom SFV, der Yves Debonair, strebt nach Perfektion. Ich will besser sein. Und das ist für mich die Mentalität. Auch das Futuro-Förderprogramm wird ständig weiterentwickelt. Ja, ich denke, man darf sicher sagen, dass in den letzten Jahren natürlich Partnerschaften oder Grossclubs grosse Fortschritte gemacht haben. Mittlerweile ist es wirklich ein Zusammenspiel zwischen allen. Und ich glaube, von dem könnten auch speziell die Spieler profitieren. Um vielleicht den Traum erleben, den jeder kleine Bub träumt, der in der Schweiz anfängt, Fußball zu spielen. Also mein grösster Traum ist sicher mal die Champions League gewinnen. Und mit der A-Nationalmannschaft die WM spielen. Morgen sind wir Champions. Wird präsentiert von der Credit Suisse.